Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn mit dem lieben Marco. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück. Diesmal mit Chris. Ich muss mich entschuldigen, die letzten 8 Parts fanden nur mit mir statt, aber doch irgendwie mit Chris, aber dann doch nur wieder ohne mir. Ohne Chris, also ist ein bisschen kompliziert. Wir haben es jetzt auf jeden Fall gelöst. Chris ist wieder zu hören. Genau. Ich weiß nicht, ob deine Party schon online sind, aber ich kann ja auch theoretisch den Ton zuschicken. Dann hört man wenigstens die Stimmen. Ich meine, dann hört man bei dir vielleicht Schießereien, die gar nicht da sind, aber man hört wenigstens beide sprechen. Ich meine, du hast ja auch keinen Ingame-Ton gehabt, ne? Ja. Richtig. Okay, komm, dann lass uns direkt ja, losgehen. Ja, kannst du mir zuschicken. Nee, halt, gehen wir zum Dingens. Ich gehe dahin, wo du markiert hast. Ich hab mich vertan. Wo? Oben rechts. Quasi der nächste ja. Posten diagonal. Was wollen wir denn da? Was wollen wir denn da? Wir wollen da ein kleines Easter Egg. Ein Easter Egg, sagt er. Ein Easter Egg. Ja, ein Insta Egg, richtig. Also, ja, Marco, ne? Was die Zuschauer nicht wissen, vor dieser Folge hier war alles sehr professionell zwischen uns beiden. Wie immer. Aha. Ne? Weiß Bescheid. Ja, ja. Hey, what the fuck, ich habe einen Spielfehler. Hey, what the fuck. Hey, ich stehe oben. Ich glaube, ich stehe auf der Skybox. Ich falle halt nicht runter, weil ich auf einer unsichtbaren Mauer stehe. Okay. Marco, Hilfe! Wie geht denn das? Ja, das ist die Skybox. Jedes Spiel hat so eine Skybox. Ah, jetzt falle ich. Hat so eine Skybox, das ist halt so der Himmel. Aber komischerweise, wieso sehe ich dann überhaupt den Himmel? Eigentlich müsste ich dann schwarz sehen, weil ich hinterm Himmel bin, quasi. Weil du weißt ja, ne, ich bin der Allmächtige. Aha. Nein, ich bin tot. Alter Schwede. Ich hab's geschafft, ja, aus einer unwirklichen Wand hervorzukommen und er stirbt an einem Baum. Das kann doch gar nicht sein. Oh, meine Hunde. Nee, warte, das gibt's doch gar nicht. Das okay, gibt's okay. Doch nicht, heißt das. Das gibt's doch gar dann nicht, dann heißt es doch bei Roller. Ich spreche mal mit der hier. Ja, komm, du hast mir genug geredet. Lal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 a. Alter, jetzt gibt er noch Gas. Jetzt hast du natürlich den LKW abgeschossen. Toll. Marco, du hast das ganze Ding hier kaputt gemacht. Ich wusste doch direkt, dass du wieder gespawnt bist, weil du wieder alles kaputt machst. Ich hab mich in ihn verschossen. Was? Nicht in ihn geschossen. Scheiße, wir sind umzingelt. Lass uns abhauen. Nee, warum? Weil ich Angst habe. Ja, von mir, ne? Vor den Gegnern. Scheiße, Helikopter. Chris kommt. Wo? Da. Boden. Ach, komm schon. So. Boah, jetzt haben die noch Fallschirme. Wollen die mich auf den Arm nehmen? Ah. Der Helikopter stürzt ab. So, wir können los. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt du sagst echt? Ja, kaum noch. Du sagst, hier gibt's einen Easter Egg. Ja, der rennt natürlich erstmal weg hier, ne? Der lässt mich den ganzen Kram. Ja, ich hab doch Angst vor dir. Ich zeig dir gleich, wovor du Angst hast. Ich zeig dir gleich einen richtigen Hasen. Ach ja, genau. Mhm. Marco, ne? Wenn die Kisten droppen, ich hau ab. Ja, das ist ein Puma. Den holen wir uns. Ey, nein, du wolltest mir ein Easter Egg zeigen und den Zuschauern. Marco, folter uns doch nicht so. Wie, was heißt hier foltern? Ja, wohin? Travoltern. Da oben, da dampft's doch so. Ja, da gibt's Schlangen. Geil, Marco, geh vor. Geh nur vor. Ich sehe sie. Echt? Schnell! Die kommen, die Gegner. Bienen. Oh. Also, was wolltest du uns denn hier zeigen?
Okay, da kommen wir auf jeden Fall mal nicht rein. Hä? Marco? Marco, da kommen wir doch rein. Du hast ja wahrscheinlich das Easter Egg nur bis zur Hälfte angeguckt und hast mir weggeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal da hoch, wo es so brennt. Wow, du weißt schon, dass das der Turm ist, ne? Das ist der Turm, der da oben brennt. Achso, das ist der Turm. Nee, halt. Jo, Mai. Wir müssen hier zur Brücke. Jo, Mai, jetzt müssen wir da zur Brücke. Wo ist denn die? Ah, ich flieg. Das ist da, wo die Markierung ist. Ich flieg zur Brücke. Fliegen ist eine gute Idee. Weil die hat ja irgendwas von der Brücke gelabert. Da ist noch ein Zug. Grizzelibären gibt's hier. Alter! Geil, Mann, du holst einen Braten mit. Ja. Geil. Ein Satansbraten. Was? Also holst du dich selber mit. Ha! Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin runtergeslidet. Ach, komm schon. Spiel! Hui! Fliegen! Da liegt was. Oder doch nicht. Oder doch. Und öffne dich. Puh, das hätte schief gehen können. Warum? Da sind Gegner, ne? Ja, ich weiß. Meiner. Siehst du? Meiner. War nur mit Delay. Guck mal, das hier. Ey, haben wir doch eben angefangen, oder nicht? Guck mal, was da drin liegt. Ein Sack. Ja, ein Sack. Ja. Eben. Ja, und? Cool, das ist ein bepflanztes Auto. Ja, und? Das ist doch cool. Das ist ein Auto. Also ich finde das cool, das ist eine coole Idee. Aber das ist ja kein Easter Egg. Das Auto, das liegt da schon seit langem. Aber es ist kein Easter Egg, Marco. Nein, es ist kein... Ja, das weiß man nicht so ganz. Ne? Ich mein, es ist wirklich kein Easter Egg, Marco. Da ist ein Auto. Ein Easter Egg kannst du immer eindeutig entnehmen. Es sei denn, es ist ein beiläufiges Easter Egg. Das kannst du dann nur leicht eindeutig entnehmen. Okay. Oh, hier brennt's. Ja, und das... Hä, was stimmt nicht mit dem Motorrad? Warum ist hier die ganze Zeit ein Motorrad zaun? Weil hier irgendwo ein Motorrad ist. Ich hab ein Motorrad besorgt. Okay, hol mich ab. Hallo, ach, da bist du ja schon. Hallo. Ja, dann sag mal an, ne? Wo lang müssen wir? Ne? Ja, genau, fahr da mal. Da sind wir. Fahren wir da einmal runter. Oh, scheiße. Alter, du bist zu fett. Du bist zu fett, Marco. So ein Tor aufgehalten. Hier ist aber eine Brücke. Aber, genau, ja, fahr da so rüber. Ich würde gerne über die Brücke fahren. Und dann auf dieser Strecke bleiben. Ich würde gerne auf die Brücke fahren. Ja, dann fahr mal drauf. Wir fahren auf die Brücke. Yeah, Mann. Yeah. Hoffentlich stürzt sie ein. Und hoffentlich fällt der Beiwagen ab. Mann. Jetzt fällt der halt wirklich ab. Ich würde so lachen. Ja, ich würde es feiern. Yeehaw, woo. Okay, das ist auf meiner To-Do-Liste fürs Real Life. Okay. Nee. Oh. Ups. So, und jetzt müssen wir mal halt gucken, ob es da was anhalten. Oh. Ich kann nicht anhalten. Wir müssen uns festhalten. Ich bin natürlich wieder. Ich drifte das Ding hier in Sicherheit. Geil, Mann. Punch Party. Und das Ding fährt halt noch. Ich fahre gerade auf der Seite rum. Aha. Oder? Oder ist das kaputt? Also ich höre es nicht mehr. Ich glaube, ich bin einfach nur mitgeschwommen. Voll, Marc, jetzt hast du das Motorrad kaputt gemacht, weil du so fett warst und uns den Hang hier runtergerissen hast. Das stimmt doch gar nicht. Okay, dann, Na gut, wenn ich... gesagt, ich bin nicht fett. Ja, das hat er dir gesagt, als er dir noch einen Döner gegeben hat. Kommst du hier runter? Kommst du mal hier runter, Marco? Ich warte hier auf dich. Nee, komm du hier hoch, hier oben ist ein Auto. Hey, nein, wir müssen doch sowieso hier runter. Du sagst doch, das ist hier unten. Ja, ja, aber da ist doch ein Auto. Ja, wofür brauchen wir ein Auto, wenn es hier unten ist? Wofür ist das ein Auto, wenn wir es... Ich fliege jetzt schon mal los, ja? Dann kommst du hinterher. Wo fliegst du hin? Ja, zu dem Punkt. Ach so, kann man da so weit fliegen? Natürlich, Marco. Natürlich. Du weißt ja, wie das ist mit dem Fliegen. Hier oben wäre noch ein Tresor.
falls du Interesse hast. Ich komm hoch. Ey, fliegst du jetzt hinterher? Nee. Nein. Bleib oben. Bist du tot? Ja, natürlich. Ich hab mich extra fallen lassen, als er gesagt hat, Tresor. Das ist. Ne? Okay, ja, da ist echt ein Tresor. Und viele Stoßdämpfer. Also Marco, dein Vorhaben hat schon die halbe Folge in Anspruch hier genommen. Okay, freut mich. Warum? Das weiß ich auch nicht. Weil ich jederzeit mit dir genieße. So, wo ist denn hier ein Tresor? Mit hier drin D? Im Haus. Da ist bestimmt eh kein Tresor drin, da ist bestimmt irgendwas da. Oh, hier ist eine Leiche, eine Geisel. Da ist ein Brief, Marco, da ist ein Brief. Überlebende Notiz. Schatz, könntest du eins, was, könntest du oder eins der Kinder das alte Haus durchsuchen? Ich glaube, ich habe da irgendwo den Schlüssel verloren, als ich die Vorräte verstauen wollte. Hey, warum ist hier offen, Marco, du Cheater? Ich habe aufgekackt. Das ist aber kein Easter Egg, Marco. Nicht? Junge! Wo sind denn die ganzen Stoßdämpfer? Ja, hier drin und da außen drum. Hey, wieso sitzt die in der Wand? Da ist keiner. Das kann doch gar nicht sein. Habe ich die jetzt für dich eingesammelt, oder? Nein. Wie? Hier liegt einer. Ja, und im Haus muss ja auch noch einer liegen. Den habe ich. Ja, gut. Aber ich habe nur zwei von vier. So. Nur zwei von vier. Und ich weiß nicht, wo die anderen zwei sind. Ich glaube, die habe ich auch nicht. Na, mal gucken. Die sind hier im Haus. Ach ja. Ich müsste beide Taste drücken, dann bin ich auch bei dir stumm, wenn ich einen Huster habe. Egal. Mir macht das nichts. Gehen wir weiter, oder? Mit dem Auto oder fliegen? Natürlich mit dem Auto, wenn ich schon extra hier hochgekommen bin. Nur für das Auto. Ja, jetzt fliegt er natürlich, ne? Weil er mir wieder hier nicht, ne, vertrauen möchte. Marco, spring rein. Scheiße, ich hab das Auto. Nee, Spaß. Ich hol dich ab, komm. Alter, ist das geil, Mann. What the fuck? Geil. Oh, scheiße. Das muss irgendwie heftig gewesen sein, aber hier drin sah das nur wackelig aus. Oh, geil, Mann. Geil. Wir brennen gleich. Ich sag's jetzt schon. So, ne? Dann müssen wir ja hier jetzt so ein bisschen aufbauen. Wir kommen halt eh nicht weiter. Ich glaube, wir teleportieren uns einfach gleich dahin. Das können wir auch. Oder steht der Wagen noch? Warte, der Wagen steht noch. Nee, doch nicht, der ist kaputt. Oh, scheiße. Natürlich springt der Marco hier wieder einen Wasserfall runter. Und guck mal, wie da die Leiche schwimmt. Ja, da sieht man schon, wie schwammelig der ist. Geil, ich liebe es einfach. Bist du so? Nee, geht ja gar nicht. Ach, die Schnellreise. Was wollte fragen, bin ich jetzt auch tot und hast dann gesagt, geht ja gar nicht. Ja, das ist doch mal ein Kompliment. Also ich bin da, Marco. Makro. Makro, Kakro. Also bist du sicher, dass es hier ein Easter Egg gibt? Was war das denn? Das ist fast schief gegangen. Du bist schief gegangen. Du allein. Scheiße, Werwölfe. Wo? Nee, also, Marco, ich weiß halt nicht, wo du mich hinschießt, ne? Das Problem ist, das weiß ich selber nicht. Wir gehen auf den Hügel, dann fliegen von dem Hügel runter und da unten, da ist ein Haus, da gehen wir dann mal hin. Hey, du wolltest mir ein Easter Egg zeigen, Marco. Ja, in dem Fall ist das gar kein Easter Egg. Oh, toll. Dann müssen wir in der nächsten Folge aber wirklich Easter Eggs bringen. Zumindest eins. Ach, hier ist das Haus. Wo? Ja, hier bei mir. So, bei May. Und, oh, da ist irgendein... ein Schlangengerät. Ich lese vor. Überlebende Notiz. Ich hätte meinen Finger längst abschneiden müssen. Ich habe mich so mies am Holz aufgeschürft, als ich mein Zeug verrammeln wollte. Und jetzt ist meine Hand komplett angeschwollen. Vielleicht finde ich ja wen, der sie für mich abhakt. Oder alle rennen immer weg, weil die Hand schon so stinkt. Was soll ich nur tun?
Ja, Marco, das kennst du, ne? Stories aus Marcos Leben. Alter, ich bin gegen einen kleinen Baum geflogen, der gerade mal 5 cm Baumstamm Umfang hat. Ja, Marco, das... Wie geht das? Das kannst nur du wissen. Du bist halt der Baumlover, ne? Genauso wie bei The Forest, als du die Eichhörnchen mit einem Baum gekillt hast. Ich sollte es auf der Baumschule versuchen. Oh ja! Tanze deinen Namen! Was? Ich? Okay, was machen wir? Wie bist du da rein? Gar nicht. Ich bin ich rein. Okay, hier liegt was. Willkommen bei McDonald's Drive-In. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Da liegt eine Schlange. Ja, da gibt's Schlange, gekrüstelte Schlange hier, ne? Von der Fritteuse. Bist du hier rein? Kommt's aber nicht. Kommen Sie hier nicht rein. Okay. Willkommen bei McDonald's Drive-In. Wie kann ich Ihnen heute bitte hier rein? Komm ich hier nicht rein? Raus. Komm ich hier nicht raus? Hä? Komm ich hier nicht raus? Was ist das? Ich bin der Türsteher, der Fenstersteher. Komm ich hier nicht rein? Scheiße. Achso, ach ja, okay. Lass uns da hingehen. Da oben hin zur Mission? Ach nein, Marco! Auf den Berg, dann den Berg runterspringen, gegen einen Baum fallen und dann ist der Part zu Ende, weil wir tot sind, was? Nein, ich fliege jetzt dahin. Ich mache jetzt Schnellreise, Marco. Ich mache jetzt Schnellreise da hinten an das Wasserloch mit Absprung. Und dann fliegen wir zur Quest. Das geht auch. Jetzt im Kino. Hä? Hä? Hank? Wer ist Hank? Tank. Hey, wir müssen hier hin. Rechts, weiß. Wir müssen zu weiß. Ja, natürlich fliegt der Marco wieder zu seinem eigenen Punkt. So kennen wir ihn. Ach krass, wie man hier sieht, wie man hier diese Karte sieht. Wo das Gebiet hell ist. Und wenn du rumguckst, bewegt sich halt so ein Viereck. Was machst du eigentlich gerade, Marco? Warum wirst du immer zu mir teleportiert? Wir müssen eigentlich... Hier hin. Nein, genau da, hier da hin müssen wir. Hin. Guck dir das mal an, wo ich da mein Ding hingesetzt habe. Was ist das? Wo? Unten, da wo mein Punkt ist. Was ist das? Guck mal auf der Karte. Ein Baum. Hä? Wo hast du eins hingesetzt? Hä, das ist außerhalb der Welt. Quatsch, Bullshit. Natürlich ist das außerhalb der Welt. Nein. Natürlich ist das außerhalb der Welt. Nein. Ach, das gucken wir irgendwann mal. Jetzt sind wir aber hier. Hey. Was? Nein. Was war das denn jetzt? So, ich lauf da mal weiter. So, Marco wurde zu mir teleportiert. Offensichtlich. Marco, warum bist du so schweigsam? Die schießen auf dich, ne? Hey, was ist los mit dir? Hä? Was denn? Alter, da war Bigfoot. Du bist Bigfoot. Ach, da unten wollte ich hin. Ja, ich weiß. Ey, guck mal her. Hier geht's rein. Wo geht's rein? Hier sind noch keine. Hier ist ein Haus. Okay, ich komme zu dir. Oh, okay, Überlebende. Oh, geil, Mann, richtig viel Loot. Wie kommt man denn da rein? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich... Nein, Chris, ich will dich in den Arm nehmen. Was? Marco. Chris? Marco. Chris? Marco. Chris! Marco. Ja. Marco. Hast du übrigens vom Solmecker schon mal eine Antwort gekriegt auf deine E-Mail? Unmöglich, das werde ich dir nach dieser Folge hier verraten.
Nein. Es ist die Antwort. Computer sagt nein. Ach ja, so kann man das auch machen. Wie diese Kiste quietscht. Richtig geil. Lass mich hier raus, Max. So. Die quietscht so wie ein Quietscheentchen. Du hast während der Belagerung echt. John Quietsch. Ja, cool. Toll, hier oben ist ja halt, ne? So, Marco, ich würde sagen, du bist hier wieder dran. Kommst hier nicht hoch. Kommst du hier? Kommst hier nicht. Komm, scheiße, komm. Ich boxe dich runter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Messerstechen. Und bis zum nächsten Messer. Egal. Ciao. Tschüss.